bin immer für Pünktlichkeit. Wer zu spät kommt, den und so weiter. Haben wir ja mal unseren Bundeskanzler schon gehabt, der sowas gesagt hat. Das Schicksal einer Weinkellerei an der Mosel. Hier nachverfolgt anhand der ehemaligen Weinkellerei Richard Langhut. Zunächst bedankt sich die Gesellschaft Casino für ihr Interesse. Leider hat Frau Silvi Banzer, die letzte hier wohnende Nachfahre der Familie Richard Langhut, schon vor 3 Monaten eine Reise gebucht und konnte diese nicht mehr rückgängig machen. Sie bedauert heute, nicht anwesend sein zu können. Aber auf der anderen Seite freue ich mich ganz besonders, dass wir hier einige Angehörige der ehemaligen Kellerei haben dürfen. Und das ist für mich eine besondere Freude. Meine kleine Anzeige hat also gewirkt. Das finde ich toll. Der Ursprung. Die Familie Langhut beschäftigte sich schon seit Ende des 18. Jahrhunderts im Weinhandel. Die erste Kellerei hatte ihr Domizil in der Schottstraße in Trabach. Wie auch andere Weinhändler wie Hüsten, Sachtor, Böcking unter anderem bis zum Brand dort ansässig waren. Alle litten unter dem großen Brand 57. Mit dem Verlust ihrer Gebäude, nicht des Rittersaals, der heute noch besteht und bis zum Jahre 1943 der Familie Richard Langhut saß, entschloss sich das Familienoberhaupt Karl Wilhelm Langhut nach dem Brand im Jahre 1860 in Traben in der Rissbachstraße eine neue Kellerei zu bauen. Von diesem Gebäude wollen wir heute berichten. Die Firma Langhut, die schon seit 1821 gegründet wurde, firmierte damals unter dem Namen Franz Wilhelm Langhut bis zum Jahre 1899. Das Schicksal der Firma Richard Langhut KG. Karl Wilhelm Langhut hatte unter anderem 2 Söhne. Richard und Franz Wilhelm. Diese waren schon seit 1879 in der Firma ihres Vaters tätig und entschlossen sich, aber in den Jahren 97, 98 getrennten Aktivitäten nachzugehen. Mit der Erlaubnis des Vaters gingen sie mit der Neugründung Richard Langhut ihre eigenen Wege. Diese Firma im Besitz von Richard wurde in dem Gebäude fortgeführt, über das wir heute berichten. Bruder Franz baute eine neue Kellerei am Ende der Rissbacher Straße und setzte seine Geschäfte unter dem Namen Franz Wilhelm Langhut weiter. Richard Langhut, der Gründer seiner Firma im Jahre 1899, war verheiratet mit Emma, geborene Hüsken. Sie hatten 6 Kinder. Die ich Ihnen heute auf dem Stammbaum zeige, denn sie sind alle Teil des Schicksals dieser Firma. Wenn mir das alles gelingt, weiß ich noch nicht. So, jetzt haben wir erstmal hier das Foto, was Sie hinten haben. Sie sehen also, das war damals, man hat sich sehr, sehr prägnant geäußert. Man ließ die anderen Häuser in der Nachbarschaft beiseite und das sah dann schon so wie ein kleines Imperium aus. Das machten alle. Das war kein Problem. So, jetzt haben wir den Stammbaum, den gerade eingeführt wurde. Und ich meine, wir sollten das gerade mal sehen. Wir haben also Karl Langhut, Emma Langhut, Anna Langhut, Richard Langhut, Rudolf und Hedwig Langhut. Und dann haben wir den Hans Hubermann, Richard Aufermann und Pfarrer Blöcker. Und danach hier in der Linie Albrecht Aufermann und Ruth Hoffmann. Also irgendwo am Ende des Tages haben wir hier Richard und am Ende diese beiden hier, über die wir berichten. Richard läuft so nebenbei, auch Karl hatte einen wesentlichen Anteil. Aber es ist wichtig, dass man diese Generation mal vor sich sieht. Ja, hier haben wir also die Belegschaft im 1892. Das ist die Rampe vorne mit dem Kran. Hier war der Kran, ja?
Und das sah schon beeindruckend aus. Das muss man schon sagen. Denn ich meine, für so viele Leute zu sorgen, da mussten Löhne bezahlt werden, das war schon ganz erheblich. Hier haben wir nochmal die Belegschaft um 1910. Man war ganz anständig angezogen. Ja, sehr. Also, heutzutage, Sie sehen, ich komme ohne Schlips. Also die waren ja schon ein bisschen besser angezogen. Richard wurde 1852 geboren. Er war wie sein Bruder Franz vor ihrem Vater schon 1879 in die Geschäftsleitung der ursprünglichen Firma eingebunden. Was Richard bewegt hat, sich 1899 geschäftlich von Bruder Franz zu trennen, ist unbekannt. Aber wir wissen alle, unterschiedliche Brüder in ihren Ansichten, Visionen, wie sie sein können. Jedenfalls begann Richard seine Firma in dem Gebäude, was wir alle kennen, während, wie ich ja schon sagte, Franz in der Kellerei in der Rispacher Straße weitermachte. Richard führte von Beginn 1899 seine neue Firma mit großem Erfolg und kümmerte sich vor allem um den Export. Ja, wir waren nicht ganz präpariert für diesen sehr, sehr schönen Ansturm. Ich wiederhole nochmal, Richard führte von Beginn 1899 seine Firma mit großem Erfolg und kümmerte sich vor allem um den Export. Die ersten Weine gingen schon 1900. Also ein Jahr nach der Gründung und Selbstständigkeit nach Großbritannien und Amerika. Die Kellerei wurde 1901 erweitert. Das älteste Foto seiner Mannschaft haben wir hier eben gerade gesehen, 1910. Was die Inschrift bedeutet hier, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Richard konnte sich nur 7 Jahre seiner Erfolge erfreuen. Nur 7 Jahre. Denn er starb 1906 im jungen Alter von 56 Jahren. Seine Frau Emma, geborene Hüsken, ja, erinnern Sie uns, ich gehe nochmal zurück. Ja, seine Frau Emma, geborene Hüsken, wurde Teilhaberin und führte die Firma mit Prokurist Eduard Raab weiter, bis der Sohn Karl 1885 als im jugendlichen Alter von 27 Jahren 1912 in die Geschäftsleitung eintrat. Karl musste dann im Ersten Weltkrieg noch dienen und beendete den Krieg mit einer Verletzung. Hier haben wir also eine Preisliste aus dem Jahre 1911. Fassweine und dann Flaschenweine. Weil wir haben hier ein ganzes Sortiment von Starkenburger über Saarweine und Oberweine, Zeltingen. Also Sie sehen, es war eine breit gestreute Angelegenheit. Wenn Sie die Preise hier sehen, dann für 2 Euro oder 2,50 Euro, dann bedenken Sie bitte, multiplizieren Sie das mal mindestens 3 oder 4. Und dann hatten Sie wirklich ganz... Dann hatten Sie anständige Preise da, um die wir heute dankbar wären. Die wirtschaftlichen Umstände während des Ersten Weltkrieges hatte die Firma trotz
des frühen Ablehnens von Richard Langgut gut überstanden. Der 25-jährige Sohn Karl war tüchtig und hat das Unternehmen auch über die Wirren der Inflation mit viel Fleiß und Risikofreude weitergeführt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Firma Richard Langgut weiterhin aufgrund von alten Verbindungen und einem guten Vertreterstab Erfolg. Man nahm an internationalen Weinmessen wie 1961 in Chicago teil oder an einer Ausstellung in Mâcon in der Burgund mit der Firma Griesen and Oldham, feierte man schon im Jahre 1975 50 Jahre gute Zusammenarbeit. Karl war nicht nur ein äußerst strebsamer und erfolgreicher Kaufmann, der viel im Ausland reiste, sondern er kümmerte sich auch als Stadtverordneter und Beigeordneter um die Belange der Stadt. Weiterhin stellte er seine Erfahrungen lange Jahre dem Weinhändlerverband zur Verfügung. Für seine Mitmenschen, die mit Sorgen und Nöten zu ihm kamen, war Karl Langgut immer zu sprechen. Er war ein Mensch mit vielseitigen Interessen, mit einem gütigen Herzen. Pfarrer Kaftan, der Ihnen alle noch ein Begriff ist, sagte am Grab: Karl Langgut war der Inbegriff des königlichen Kaufmanns. Er war Junggeselle wie sein Bruder Richard, der einige Jahre später sein Partner in der Firma Richard Langgut wurde. Karl hoffte, die Nachfolge in die Hände seines Neffen Rudolf Blöker zu geben. Nochmal zurück. Nein. Entschuldigung, wie meinst du? Ja, gut. So. Das war Rudolf hier. Karl hatte eigentlich Rudolf adoptieren wollen, um eine Kontinuität des Namens Langgut in dieser Firma zu garantieren. Die Ältesten unter uns werden sich vielleicht noch an den alten Herrn Karl Langgut erinnern, der mit Stock und in Begleitung seines Rauhartäckels an der Mosel entlang von seinem Haus an der Brücke, welches ehedem der Familie Rumpel gehörte, zu seiner Firma ging. So verblieb nach seinem Tode im Jahre 1951 sein Bruder Richard, der aber auf die Führung der Firma kaum Einfluss hatte. Richard war allseits geschätzt und Mitglied in vielen Vereinen der Stadt, vor allem als Ruderer und Mitglied und Förderer des RCTT. Er war wie sein Bruder Junggeselle und starb 1964 mit 75 Jahren. Komplementär in der Firma waren die Schwestern Emma, verheiratete Hubermann, Anna, verheiratete Offermann, und Hedwig, verheiratete mit Pfarrer Blöcke. Nach dem Tod von Karl Langgut führte Frau Ruth Hoffmann, die Tochter von Hedwig Blöcke, zusammen mit ihrem Vetter Albrecht Offermann die Geschichte der Firma weiter. Ruth Hoffmann war Witwe. Ihr Mann war im Krieg gefallen. Ihre Tochter wäre heute bei uns, aber leider hat sie abgesagt. Albrecht Offermann war die große Hoffnung der Familie und der beiden Junggesellen Karl und Richard. Er trat 1950 in die Geschäftsleitung ein und erwies sich als fähiger Geschäftsführer neben seiner Cousine Ruth Hoffmann. Er festigte den Vertrieb der Firma in Deutschland. Ruth kümmerte sich erfolgreich um den Export und vertrat die Interessen der Firma auch auf Ausstellungen in der Schweiz. Na, also, gehen wir mal her. So, das ist die Ruth, die in Zürich steht, um dort die Firma zu vertreten. Sie war auch mehrere Male in den USA, sowie in Frankreich und England. Das muss man sagen, das ist schon sehr erstaunlich, denn eine Tochter aus einem guten Hause damals war nicht erzogen
eine Geschäftsfrau zu sein. Sie musste sich also alles selber aneignen und im zusammen natürlich mit den Direktoren der Firma klappte das. Aber es war sicherlich für Frau Ruth-Hoffmann nicht einfach. Sie kümmert sich aber auch um die Weinqualitäten des Hauses, wie wir hier sehen, mit Kellermeister Hack und Eckstein. Kann sie das sehen? Ja, ja. Es waren die Anfang 50er Jahre, in denen die Firma stark expandierte. Es wurden Druck und in Edeltanks investiert, jeweils mit einem Inhalt von 10.000 bis 15.000 Liter. Alleine im Jahre 1959 wurden 12 Stahltanks im Hauskeller der Familie Blöcker installiert, wie man teilweise heute noch sehen kann. Albrecht Auffermann, der Vetter von Ruth Hoffmann und Mitgeschäftsführer, hatte aus seiner ersten Ehe 3 Töchter. Er heiratete in zweiter Ehe Gunhild, geborene Rosa. Sie hatten einen Sohn Ulrich, der wohl heute in Berlin wohnt. Die Firma hatte auch ein Weingut mit Lagen in Piesbocht, Enkelch und im Hühnerberg. Der Gutskeller in Enkelch befand sich in der Sponheimer Straße in Enkelch. Die Vermarktung der Weine aus der Lage Hühnerberg erfolgte mit dem Motto: Keinen Schluck tut das Huhn, ohne einen Blick zu tun. Wir sehen also hier, das waren die Etiketten Hühnerberg. Damals war die Lage Hühnerberg wegen der Frostlage eine problematische Lage. Ich sehe schon, wie er reagiert hier rechts. Heute, nach dem Klimawechsel, erfreut sich unter anderem das Weingut Müllen in dieser Lage. Der Beweis, wie man unternehmerisch nach vorne schaute, sieht man auch in der Entscheidung im Jahre 1964, die hiesige Weinhandlung Schmoll und Börner zu kaufen. Soweit ich mich erinnere, ist das die Kellerei, in der heute die Firma Krempel tätig ist. Die geschäftlichen Verbindungen nach Berlin, hier mit der großen Weinagentur Hans Günther, trugen ebenfalls zum Erfolg bei. Die tragende Figur als Verkäufer war ohne Zweifel Albrecht Auffermann. Mit ihm, so hoffte man, sollte die Firma weiterhin mit Erfolg geführt werden. Aber, und das ist der Sinn des Ganzen heute Abend, dass wir über das Schicksal einer Firma berichten. Aber auch hier spielte das Schicksal eine tragische Rolle. Denn Auffermann verstarb ganz plötzlich infolge eines Herzschlages im Jahre 1966 im jungen Alter von 47 Jahren. Man kann das heute als entscheidenden Aderlass ansehen. Er hinterließ 3 Töchter aus seiner ersten Ehe, wie gesagt, sowie, wie erwähnt, seinen Sohn Ulrich aus der zweiten Ehe. Dieser war zu jung, um in die Firma einzutreten. Dem Expansionsdrang wurde danach sicherlich Einhalt geboten. Trotzdem wurde noch im Jahre 1967 eine vollautomatische Abfüllanlage installiert. Das war mutig. Die Leitung der Firma Richard Langguth fiel ab da an ganz in die Hände von Ruth Hoffmann. Hier eine Weinprobe mit dem Leiter der Ratsweinschenke in Uelzen, aus Uelzen. Hier, sie führte die Firma sehr gewissenhaft mit Hilfe ihrer Prokuristen bis zum Jahre 1980 weiter, bis sie sich entschloss, die Firma Richard Langguth zu liquidieren. Hier ein Foto der mittlerweile kleinen
gewordenen Mitarbeiterstabs. Danach haben wir also noch einen Anblick auf die Firma, wie sie in den letzten Zügen, letzten Jahre so vorhanden war. Ich möchte den sozialen Charakter der Firma besonders hervorheben. Mitarbeiter, ob auf der Ebene eines Lehrlings oder zum Führungspersonal im Büro oder im Keller, sie wurden mit großem Respekt behandelt und deswegen kann man das Klima in der Firma als vorbildlich bezeichnen. Frau Hoffmann hat genauestens niedergeschrieben, welcher Mitarbeiter wann eingetreten ist und wie lange er blieb. Dieser Nachweis alleine beweist, wie lange viele der Mitarbeiter der Firma die Treue hielten. Fangen wir an mit Herrn Eduard Raab, der im Jahre 1943 sein 55-jährigen Jubiläum als Prokurist der Firma feiert. Er war also seit der Geburt der Firma Richard Langgut dabei. Wir haben also hier, wahrscheinlich ist das Herr Hack, das weiß ich nicht mehr genau, das ist Herr Baden, das ist Herr Offermann und das ist Richard Langgut. Es war eine große Feier zu sein hier. Der 25-jährige Jubiläum feierte 1960 der Küfer Paul Haas Richard Langgut und überreichte ihm eine Geldsumme in Höhe eines Monatsgehaltes, aufgerundet, stand dahinter. Dito feierte der Küfer Peter Görg aus Kaltenbach sein 26-jähriges Betriebsjubiläum. Mit dem Prokuristen Krug. Also ich habe nochmal, ganz wichtig, das ist hier eigentlich Herr Beeth aus Gröf. Und den habe ich eben gerade vergessen und der ist wichtig. Der 40-jährige Jubiläum von dem Küfer Karl Beeth, der 1916 in die Firma eintrat. Mit dem Prokuristen Gottfried Krug feierte man am 3.10.1964 40 Jahre seiner Zugehörigkeit. Er blieb insgesamt 45 Jahre dabei. Das ist Herr Krug. Das ist Herr Billner. Nein, das ist Frau Hoffmann. Sie hängen nochmal den Jubilar. Theodor Hack beging am 4.12.1964 seine 25 Jahre Tätigkeit als Kellermeister und man feierte 1967 seinen 70. Geburtstag. Das ist nicht so. Sie sehen auch, man war eine entspannte Atmosphäre und die kann man eigentlich nur haben, wenn man ein gutes Betriebsklima hat. So sehe ich das zumindest. Hier ist noch ein Gedicht, man hat gedichtet da viel. Was ist in der Firma los? Aufregung ist furchtbar groß. Ist das denn auch wirklich wahr? Heute ist ein Abschiedstag. Wer will von der Firma fort? Abschied ist ein hartes Wort. Meister Hack, der hat's gewagt, hat den Abschied angesagt. Rissbach ist ja weit von hier, dieses alles wissen wir. Früher musste er täglich trappen, immer nur auf Schusters Rappen. Heute ist eine bessere Zeit, Rissbach ist nicht mehr so weit. Heute sitzt man im Omnibus, was ist das für ein Hochgenuss? Unser Hack, das ist der Mann, der in der Firma alles kann. Kenntnis hat er von dem Wein, der schmeckt immer rein und fein. Meister sieht mit 70 Jahren alles deutlich, alles klar.
Munter treibt er zur Arbeit, da er selbst so viel schaffen kann. Hat der Chef auch mal gerügt, Hack, der war nie missvergnügt. Hat er es besser dann gemacht, dann hat auch der Chef gelacht. Heute wollen wir fröhlich sein, bei gutem Imbiss und bei Wein. Alle wünschen Herrn Hack das Beste, ein Prösterchen zum Abschiedsfeste. Sie sehen, da war also auch die alte Dame Blöker, die sehr gewandt war im Dichten. Aber auch hier zeigt es ein gutes Miteinander. Und das wollte ich mit dem Betriebsklima doch besonders erwähnen. Am Freitag, den 12. September 1975, gab es eine Feier anlässlich des Dietz-Jubiläums von Paul Haas. Weiß nicht, ob ich das habe, aber nee, ja, das muss also Paul Haas dabei sein. Ich nehme an, auf der Mechlinge. Der linke Ringe. So, kannte mich nicht mehr so gut aus. Edward Ewald Biller trat 1943 in die Firma ein. Im Jahre 1968 feierte die Firma sein 25-jähriges Jubiläum. Jubiläum sowie das von Frau Eva Zill. So, hier haben wir sie. Er wurde nach Gottfried Krug 1970 Einzelprokurist. Er blieb fast 35 Jahre bei der Firma Richard Langhut. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gleich. Ein Loblied. Frau Zill und Herr Biller am 25. Jubiläum, rezitiert durch Paul Eckstein. Heute ist ein Tag der Freude, das denken alle Büroleute. Im Gedanken bin ich bei den Gratulanten, die sich hier zusammenfanden. Die Treue ist kein leerer Wahn, seht euch Frau Zill und Herr Biller an. Sie sind der Treue ergeben in der Firma 25 Jahre in ihrem Leben. 25 Jahre Dienst ist eine lange Zeit, um jeden Tag aufs Neue zum Arbeiten bereit. Mög Dank die Firma euch spenden für kostbare Jahre hier drin. Der Dank soll niemals enden, eure Treue, sie bleibt in unserem Sinn. Möge es auch Stürme geben, wie es auch noch kommen mag, in einem langen Leben gibt es manch Trauertag. Denkt an die Sonnenuhr, bei Traurigkeit und Schmerzen zählt die schönen Stunden nur in eurem treuen Herzen. Aber die Jubilare sieht man gar nicht auf dem Foto. Das ist ein Bild aus einer gerade eben gegeben von einem ehemaligen Mitarbeiter aus dem Jahre 1963. Ein Betriebsausflug. Ist doch eine fröhliche Mannschaft. Leider ist Herr Aufermann nicht dabei, der musste wahrscheinlich zu Hause schramm stehen und die Firma aufrechterhalten. Und die Frau Hoffmanns sehe ich im Augenblick nicht, aber naja. Ich meine, es könnte sein, dass das der Richard Lange war. Aber das ist ein sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für das Foto. So, dann haben wir nochmal Eckstein, Holderbaum und Klaus. Kurt Holderbaum, 27 Jahre, als Baumann sowie Anno Kaspari. Weiter heißt es, unser guter Eckstein war am 1. April 40 Jahre, also ab 1960, als Kellermeister bei Richard Langhut tätig. Es gab eine kleine Feier im Hause Richard Langhut. Naja, da sind wir schon relativ am Ende.
28. September schied Frau Erna Klaus aus, nach 28 Jahren der Mitarbeit als Buchhalterin. So. Machen wir mal weiter. Nochmal einen Blick auf die Firma, wie sie damals war. So, die weiteren Mitarbeiter möchte ich nicht vergessen. Karl Julius Klaus, dritter Kellermeister von 64 bis 78. Edgar Polsch, vierter Kellermeister von 55 bis 76 tätig. Horst und Gisela Jungblut, 1950 bis 1976. Gisela Mitscher, schwer und dankbar, wenn sie heute Abend da wäre. Horst Haut, 1954 bis 1979. Diese und viele mehr hielten der Firma lange die Treue. So, das letzte Foto ist dieses. Auch die lebendigen Betriebsfeiern waren schon legendär und förderten den Zusammenhalt in der Firma. Die Betriebsfeier 1947 war ein besonders gutes Beispiel. Da hat eine Frau Hedwig Blöker in ihrem Alter noch eine Melodie verfasst, die zu dieser Betriebsfeier passte. Sagen wir insgesamt, das Kellergebäude ist wohl in drei Teilen entstanden. Zuerst das Kontor vor Richard Langhut, das war noch der alte Herr. Der letzte Teil wurde 1901 als Flaschenkeller hinzugefügt, wie man beim Abriss sehen wird. Wir haben soeben die Generationen vernommen, die die Firma von Beginn 1899 bis zum Jahre 1980 führten. Wenn wir diese Familien ansehen, so verspüren wir eine gewisse Tragik. Denn ganz ohne Zweifel wurde das Ende der Firma entscheidend durch das Fehlen männlicher Nachkommen geprägt. Der Blutzoll, dem auch dieser Zweig der Familie Langhut durch den Ersten Weltkrieg und vor allem durch den Zweiten Weltkrieg zollen musste, war bedenklich und hatte etwas mit dem frühen Ende der freiwilligen Liquidation der Firma zu tun. Frau Hedwig Blöker verlor ihren einzigen Sohn im Ersten Weltkrieg. Ruth Hoffmann verlor ihren Mann im Zweiten Weltkrieg. Anna Auffermann verlor zwei Söhne im Krieg. Nur Albrecht blieb übrig und starb mit 47 Jahren. Den Firmennamen Richard Langhut übernahm Wolfgang Langhut, der Inhaber der heute noch bestehenden Firma F.B. Langhut Erben, während die Kellereigebäude über die folgenden Jahre dem Verfall diente. Wir müssen heute ehrlich sagen, dass das Gebäude trotz erheblicher Fassweinkapazität für die heutigen Zeiten keinen realistischen Bestand mehr hatte. Genauso wie F.W. Langhut Erben sehr weitsichtig schon früh auf dem Montréal investierte, um alles ebenerdig zu bearbeiten, so war die Kellerei von Richard Langhut mit seinen zwei Tiefen von Hochwasser bedrohten Fasskellern, wie so viele andere Kellereien in und um unsere Stadt, nicht mehr konkurrenzfähig. Schon allein der Verkehr, die Möglichkeit des Verladens, die zwei tiefen Keller, alles machte einen kostengünstigen Arbeitsablauf unmöglich. Ja, für alle von uns war die Kellerruine ein negativer Anblick. Sie sehen, hier ist noch der Name Richard Langhut. Ja.
So sah es innen drin aus. Man kann es glauben oder nicht, es war chaotisch und niemand hat sich mehr drum gekümmert. Ich glaube, der Lastwagen beim Entrümpeln, der hat also, ich meine, hunderte von Akten zusammen weggeschafft, die eigentlich hätten verbrannt werden müssen. Verbrannt, hier war der Brand im Hause. Da oben. Wir nehmen an, dass es Kinder waren, die den Brand gelegt haben. Die spielten und sie waren also alle fanden, ja, habe ich Kinder gesehen, die auf der Rampe waren, eingedrungen sind, denn das war ja ein Abenteuer. Ja. Es war zwar verboten, aber keiner kontrolliert es. Also das war schon recht, es ist nicht sehr viel passiert, aber immerhin. Wir haben da den Abbruch vor uns. Nehmen Sie diese Bilder nochmal auf in sich. Es ist traurig, aber das ist das Schicksal dieser Firma Richard Langhut. So, jetzt haben wir die neue Etappe, den Neubau von Herrn Loch. Wenn wir heute den Neubau betrachten, so wollen wir uns in Erinnerung ziehen, dass dieser auf den ehemaligen tiefen Kellern steht. In der Tat kann man, wenn man Zugang erhält, im untersten Keller den Schlamm vom Hochwasser aus dem Jahre 1993 finden. Den werden dann die Marsmenschen im Jahre 3000 mit Interesse begutachten. Zum Schluss möchte ich Manuel Stolte danken für die Digitalisierung der Fotos. Manuel, wo ist er? Da hinten steht er. Manuel ist heute der Besitzer der Villa Richard Langhut oder ehemals Hoffmann Blöcker in der Rissbacher Straße neben dem Notariat. Darunter befinden sich noch die Keller und einige eingebaute Tanks. Genutzt werden die Kellerräume heute vom Weingut Müllen. Ja, ich komme zum Ende meines kleinen Vortrages. Das ist die Fantasie. Wir sind noch lange weg vom Ende. Also wir werden sehen, es heißt, der obere Teil sei verkauft. Das ist ja die Prime-Residenz des Ganzen hier oben, aber soweit meine Informationen gehen, ist noch nicht die Hälfte verkauft. Aber das ist nicht mein Bier. So, vielen Dank, sage ich Ihnen. Und nun, meine Damen und Herren, eine Anregung kam von Seiten einer charmanten Bürgerin, die leider heute Abend nicht da ist, aus Trabach. Die fragte, warum wir immer nur über Firmen aus der Vergangenheit berichten, und nicht über Firmen, die noch operieren. Das ist schwierig. Das müssten wir das dem jeweiligen Inhaber überlassen. Denn Außenstehende haben kein Insiderwissen, jedoch werden wir diese Idee in unsere Überlegungen einbeziehen. Erlauben Sie mir bitte noch einige Wochen in Sachen Casino zu sagen. Der Vorstand und die Mitglieder veranstalten diese Vorträge nicht aus Eigennutz, sondern eine der von uns gesetzten Aufgaben ist es, die Geschichte der Stadt in die Erinnerung der Bürger zurückzubringen. Das alles geschieht in Freiwilligkeit. Die Gesellschaft ist in diesen Räumen vorläufig zur Miete und hat natürlicherweise Kosten. Wir sind dankbar und hoch erfreut über Ihre Teilnahme. Und erheben auch in Zukunft keinen Eintritt. Jedoch würden wir uns freuen über jede Spende von 1 oder 2 oder 5 Euro, was auch immer, den der eine oder andere beim Verlassen in den alten Probiertopf dort hinten unter der Garderobe, in dem alten Probiertopf aus der Hinterlassenschaft Richard Langhut am Ausgang dieser Räume einwirft. Der Vorstand bedankt sich dafür und ich danke Ihnen, dass Sie meinen Ausführungen gefolgt sind. Vielen Dank.
Dirk, vielen Dank für deinen Vortrag. Das war sehr interessant. Gerade ist mir so gekommen, sind dann eben etliche.